Jetzt gibt's Frühstück. Frühstücksbegleiter? Ich konnte mir den Namen nicht merken. Bumba Wumba? Bobby, oder? Bobby. Glaube ich. Ja, irgendwie so ähnlich. Irgendwie so. Ja, und wir haben Tomate-Avocado-Salat und... Mit Kohlrabi. Mit Kohlrabi. Und gestern noch ein Brot gekauft von der einen Bäckerei, wo wir gegessen haben. Und danach gibt's dann noch schön Obst. Ananas, Mango, Passionsfrucht, Banane. Haben wir aber noch nicht fertig geschnitten, zeigen wir euch gleich. Ja, wir haben ja nur ein kleines Brett, das muss mal ein bisschen Trennkost machen. Genau, aber wenigstens haben wir jetzt mal Brot dabei und es sieht echt lecker aus. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon aufs Essen. Ja, und ganz wichtig, unsere neue Schüssel. Ach ja, die habe ich schon gezeigt. Aber ja, unsere neue Schüssel. Können wir nämlich auch Salat machen. Vorher war das ein bisschen schwierig, jetzt können wir Salat machen. Das ja. Ist echt toll. Ein Fortschritt, aber dafür müssen wir das auch wieder mitschleppen. Naja, gut. Obstsalat besteht aus Banane, Mango, Ananas und zwei Passionsfrüchten. Die Mango war leider etwas kleiner. Wir wollten die erstmal probieren. Ist aber super lecker. Da werden wir auf jeden Fall noch welche von kaufen und noch mehr Obstsalat machen. Und ja, ganz viel Ananas, weil wir so eine große Ananas hatten. Und ja, jetzt habe ich die Hälfte davon reingemacht. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Ich liege hier gerade auf unserem kleinen Balkon in diesem Halbliegestuhl und ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört, aber diese kleinen Krachmacher, man sieht sie jetzt leider nicht, die sitzen da im Grünen in den Palmen. Das sind die kleinen Streifenhörnchen, die es hier gibt und die schlagen immer richtig Alarm. Also in der Regel ist immer so ein leises Piep, Piep, Piep zu hören. Und wenn dann ein Vogel oder irgendwas kommt, dann werden die richtig laut. Und dann kann das auch schon mal sein, dass dann 5, 6 Streifenhörnchen aus einer Palme rausgesprungen kommen und die nächste Palme dann entlang laufen. Aber Streifenhörnchen gibt es hier wirklich ohne Ende. Also egal, wo man hinguckt, kommen die dann angelaufen und fressen, ja, ich glaube, diese kleinen Palmenkügelchen. Also diese, ich weiß nicht, ob das Blüten, Knospen... irgendwas sind, auf jeden Fall, die mögen sie wohl ganz gerne. Ja, und wir haben einen super Blick von unserem Balkon in den Garten. Ich zeige es mal ganz kurz. Also wirklich sehr schön, gut zum Runterkommen. Und man hört im Hintergrund immer das Meeresrauschen. Das ist super schön zum Einschlafen. Also das Meer ist ja auch nicht wirklich weit weg. Ja, und die Brandung, das hat irgendwie sowas Einschläferndes und ist auch morgens total schön zum Aufwachen. Das ist wirklich toll. Also kann man nicht anders sagen. Und unsere kleine Freundin ist wieder da. Und schlummert selig. Jetzt nicht mehr. Aufgeweckt. Bei uns ist aber am schönsten. Die gehört hierhin, der kleine Hund. Und ja, irgendwie hat sie uns ins Herz geschlossen. Egal wo wir sind, kommt sie hinter uns hergerannt. Treppe hoch, Treppe runter. Egal in welchem Zimmer wir gerade sind. Ah, jetzt schleicht sie von dann. Tschüss. Ja, manchmal legt sie sich auch nur unten an der Treppe hin. Na, bleibst du doch noch da? Nee, ne? Adios, kleiner Hund. Naja, aber sie ist auf jeden Fall total niedlich, weil sie uns immer Gesellschaft leistet. Und ja, sie kommt auch schon morgens angelaufen. Normal haben wir die Tür zu, zur Treppe runter. Das heißt, sie kann gar nicht hier rein. Aber wenn wir dann unten sind, dann kommt sie schon angestürmt und begrüßt uns. Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Same old thing that keeps me around. And if you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone.
sind gerade auf der Suche nach einem Restaurant. Wir haben im Internet geschaut und uns schlau gemacht und hoffen, dass wir das jetzt finden. Wir haben den Namen natürlich wieder vergessen. Siesta. Siesta? Siesta. Ah, Steffen merkt sich auch die Namen, das ist gut. Weil ich merke mir sowas manchmal nicht. Ja, und dann wollten wir mal schauen, ob es da was anderes zu essen gibt, außer Reis und Curry. Also ich glaube, die hatten auch italienische Sachen und es soll nicht ganz so teuer sein. Von daher, mal sehen, wo das Restaurant ist und was es dann dort gibt, ob wir es auch wirklich finden. 238 Meter. 238 Meter, okay. Von warte, 237, 236. Wir haben uns wieder eine Kokosnuss gekauft. Eine kleine. Eine kleine, ja. Deine ist noch kleiner als meine. Ja, wir gehen jetzt was essen. Müsste gleich da vorne sein. Schauen wir mal, was heute so gibt. Hoffentlich italienisch. Steffen, schaut jetzt mal, wir haben uns verlaufen. Wir finden das Restaurant nicht. Wir sind schon zu weit, das muss eigentlich schon gewesen sein, aber. Rechts oder links oder wo müssen wir hin? Rechts. Rechts, okay. Also von dieser Seite aus rechts, nicht das andere rechts. Ja klar, von uns aus, so los. Ja, wir sind ja gerade in die andere Richtung gelaufen. Same old thing, the same old thing that keeps me around. If you wanna come around, maybe it's... Wir sind jetzt hier am Zentrum, wo der Busbahnhof ist. Also richtiges Zentrum von St. Gallen ist es glaube ich nicht, ne? Auf jeden Fall fahren da vorne die Busse ab, da sind wir angekommen. Hier ist einiges los. Hinter dem Busbahnhof ist so ein kleiner Markt, wo es ganz viele Stände gibt mit Obst und Gemüse. Da gehen wir jetzt gleich hin und kaufen was. Und vorher gehen wir hier vorne noch die Straße runter, weil da gibt es so einen Stand, der hat so ja, kleine vegetarische Bällchen mit irgendwas. Schmeckt auf jeden Fall super lecker und da kaufen wir uns jetzt eine Kleinigkeit für den Weg. Haben wir da was gekauft? Die haben wir gestern schon gehabt, diese Bällchen und diese Stangen. Die waren richtig gut. So sehen die aus. Irgendwas mit Gemüse auf jeden Fall und Chili wohl. Und ja, schmecken auf jeden Fall sehr gut. Die waren richtig gut, ja. Keine Ahnung genau, was es ist, aber gut. Ja. Sehr gut, cool, ja. Yeah. Very good. Stau. Ja, wir haben schon eine Menge gekauft. Hier. Ja. Eine ganze Tüte und noch eine Tüte. Noch eine Tüte und dann kommt noch mehr. Kommt noch mehr. Dann haben wir da groß eingekauft. Ja. Ganz viel Obst, Gemüse. Oh. Und wir haben es auch schon gleich weggeworfen. Wir wollen das gar nicht haben. Jetzt pack mal ein. Ist lecker. Ja. Ja, thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you.
Wir haben die gerade mal auf gut Glück probiert. Da ist Ei drin, aber ja, und Gemüse und schmecken richtig gut, ne? Ja, bisschen scharf, aber super. So sehen sie von innen aus. Sehr lecker. So, weiter geht's. Ah, jetzt geht's zurück zum Hotel. Und dann essen wir noch ein kleines Brot mit Avocado, Tomate. Mit Restaurant, wie gesagt, da haben wir jetzt einfach geskippt, weil wir so viele Kleinigkeiten hatten. Und dann reicht es auch für heute.